Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung bzw. zur Vorstellung der Sonderedition Jubiläumsausgabe von Carcassonne. Und hier seht ihr die etwas ältere Box, wobei so alt ist sie gar nicht. Hier nämlich mit dem Aufkleber bzw. mit dem Hinweis über 10 Millionen verkaufte Spiele. Ist das erfolgreichste Plättchenlegespiel ab 7 Jahre. Ganz am Anfang stand, glaube ich, mal ab 8 Jahre drauf. Aber es passt bei beiden Versionen, steht auch bei beiden ab 7 Jahre drauf. Ist für 2 bis 5 Personen und Spielzeit ca. 30 Minuten. So, und ich werde nachher auch ein paar Bilder einblenden, damit ihr auch ein bisschen mehr seht, was das Material angeht. Hier auf der Seite seht ihr die neue Version. Ihr seht hier diese Siegpunkt-Skala, die hier in der alten Version enthalten ist. Und das Erste, was durchaus auffällt, das sind die Miepel. Die sind die gleichen wie in dem klassischen oder in dem ursprünglichen Carcassonne auch. Nur sind hier solche Aufgeberbogen sind hier enthalten. Man merkt, da ist noch Platz. Also wenn ihr da noch eine Farbe habt, dann könnt ihr quasi mit einer weiteren Farbe auch eure Miepel bekleben. Ihr macht es einfach nach Lust und Laune. Nehmt sie euch einfach runter und beklebt die jetzt hier auf diese Männchen. Natürlich auch Aufkleber für den Ab ist dabei. Das ist bei diesem ursprünglichen Carcassonne nicht der Fall. Wobei es auch hier den Abt gibt. Viele denken ja, es ist eine Besonderheit, die Erweiterung, aber die ist auch bei dem klassischen Spiel dabei und auch hier der Abt, zu dem komme ich später mehr, ist auch hinterlegt. Es gibt natürlich eine Flusserweiterung, da sind Exemplarplättchen mehr, da ist auch ein Doppelplättchen hinterlegt und beim ursprünglichen Grundspiel war auch der Fluss hinterlegt. Hier seht ihr auch parallel die einzelnen Plättchen, das als kleine Erweiterung. Neu ist, neben dieser schönen Bebilderung, da komme ich wahrscheinlich nachher auch nochmal ein bisschen kurz drauf, sind hier die kleinen Plättchen, die man hier auf der Seite sieht. Das sind quasi neue Plättchen und das ist so eine Jubiläumserweiterung, die es nicht separat, zum aktuellen Zeitpunkt, nicht separat zu kaufen gibt. Vielleicht kommt das später mal, aber das ist quasi die große Neuerung, nenne ich jetzt das mal, die jetzt in dieser Jubiläumsedition steckt. Ansonsten, was man hier von den Plättchen sieht, und ich halte ein bisschen die Kamera, beziehungsweise ich werde auch nachher ein paar Bilder einblenden, die sind natürlich ein bisschen ja schöner gestaltet, auch mit so einem Glanzaufdruck versehen, was die neue Plättchen dann angeht. Einfach so ein bisschen mehr den Hingucker. Für mich als Spieler mit verschiedenen Erweiterungen ist aber auch nicht nur die Vorderseite, sondern die Rückseite entscheidend. Und da gab es mit den Jahren immer wieder Unterschiede. Wenn ich jetzt mal das Plättchen von einer neueren Version nehme und ein Plättchen daneben lege von dieser älteren Version oder Standardversion, dann sieht man hier schon leichte Farbunterschiede. Und das zeichnet sich teilweise auch in den Erweiterungen weiter. Manchmal passt nicht ganz mit dieser Harmonie mit den Plättchen. Und deswegen damals auf der Messe, es gibt uns sicherlich auch irgendwie im Handel, mittlerweile nutzen wir auch so einen Carcassonne-Turm. Den gab es damals bei einem Händler, den haben wir uns gekauft, wo wir alle Plättchen dann hinterlegen können. Gibt es sicherlich, müsst ihr einfach mal schauen. Deswegen stört uns die Rückseite nicht. Ich wollte es allerdings erwähnen, weil je nach Erweiterung und je nachdem, wie ihr die Plättchen stapelt, sieht man dann schon einen kleinen Unterschied. Das muss man berücksichtigen. Das aber unabhängig davon, ob ihr jetzt die Jubiläum oder das ursprüngliche Standardspiel habt, da gab es immer mal wieder kleinere Unterschiede. So, was sind jetzt die Neuerungen? Ich habe es ja gesagt, von der farbigen Kennzeichen, dass es einfach ein bisschen hübscher gestaltet ist. Es ist natürlich hier der Fluss enthalten. Ein Doppelplättchen ist hier hinterlegt mit 20 Jahren und eine Vielzahl an Plättchen. Beim alten Spiel war auch der Fluss enthalten, aber bei weitem nicht. Es sind einfach ein paar Plättchen mehr, aber es ist auch die Flusserweiterung hinterlegt. Viele denken, ja, ist das separat. Ich glaube, ganz am Anfang war das nicht enthalten. Da gab es nur das klassische Carcassonne. Wenn ihr euch jetzt aber diese Version holt oder sagt, ja, ich bleibe dann doch lieber bei dieser. Wenn ihr eine neuere Version habt, da ist sie auf jeden Fall enthalten, die Flusserweiterung. Aber auch der Abt ist hinterlegt. Wobei zur Flusserweiterung vielleicht noch ein paar kurze Infos. Die Flüsse und die Regeln habe ich auch schon in einem anderen Video dann erklärt, deswegen einfach ein bisschen auf die Information. Die Flusserweiterung, die Plättchen, die werden am Anfang platziert. Das heißt, ihr bildet einen Fluss, der endet in zwei Quellen und dann kommt ihr zu den ursprünglichen Plättchen, wie man es kennt aus Carcassonne. Nutzt ihr den Abt
Und dann bekommt ihr jeder Spieler so eine Abt-Figur, wie gesagt, mit Aufkleber versehen. Ihr könnt die Aufkleber auch weglassen, auch als wichtiger Hinweis. Ihr könnt auch ohne Aufkleber spielen. Aber wenn ihr den Abt nehmt, dann habt ihr eine weitere Figur. Und einen Abt setzt ihr quasi in ein Kloster oder auf so ein Wiesenfeld. Das ist so eine Abbildung, das ein Wiesenfeld hinterlegt. Und ihr habt immer die Möglichkeit, wenn ihr in weiteren Zügen keine Miepel einsetzt, könnt ihr quasi den Abt von einem Kloster, der kann nur ein Kloster oder auf eine Wiese eingesetzt werden, könnt ihr diesen herunternehmen und bekommt die jeweiligen Punkte. Muss ja auch nicht vollständig sein, aber so seid ihr auf jeden Fall flexibler. Und dieser Abt ist natürlich beim klassischen ursprünglichen Carcassonne, ist der auch schon dabei. Ja, was fehlt noch? Die Jubiläumsversion bzw. Edition bzw. ja, kleine Erweiterung. Weil es sind ja eigentlich nur ein paar Plättchen, die hier eine Rolle spielen. Und man sieht hier auf den einzelnen Plättchen Symbole. Und diese Plättchen werden natürlich einfach gemischt, kommen in diesen Stapel dazu. Und dann hängt es einfach davon ab, wie ihr dieses Plättchen spielt. Und spielt ihr das Plättchen an, beziehungsweise einfach an eine Landschaftskarte dann an und zeigt in dem Fall der Pfeil nach außen, also nicht an eine Landschaftskarte, ja, dann kriegt ihr zumindest 2 Punkte. Interessant wird es allerdings, wenn ihr das Plättchen quasi an eine Landschaft dann anlegt, beziehungsweise in eine Landschaft legt ihr an dieses Plättchen mit dem Pfeil an, weil dann kommen die Besonderheiten der einzelnen Plättchen zum Tragen. Und das ist auch recht einfach, weil hier habe ich ich zeige es am besten in die Kamera, hier seht ihr, hier habe ich ja ein Symbol mit 2 Plättchen, das heißt, ich mache sofort noch einen weiteren Zug, das heißt, ich nehme mir ein Plättchen. Das Plättchen, das ist ein bisschen gemein, da habe ich schon schöne Erfahrungen erlebt mit diesem Plättchen. Bei diesem Plättchen könnt ihr dann sofort eine Miepel setzen in zum Beispiel ja, eine noch nicht vollständige Stadt oder Straße etc. Also ihr habt eine Möglichkeit, da wieder, je nachdem noch ein bisschen rein zu rutschen, wenn die vielleicht bisher gar nicht zur Berücksichtigung fand. Und hier auch ganz schön, ja. Hier wird es Zeit, einen zweiten Miepel zu setzen, wenn es knapp wird, beziehungsweise wenn es um Mehrheiten geht, insbesondere bei Städten. Und ihr habt dann so ein Plättchen, ist ja ganz cool. Dann könnt ihr einen Miepel, einen weiteren Miepel zu eurem eigenen dazusetzen. Und es ist ja eigentlich auch ganz hübsch, was in dem Fall die Mehrheiten dann angeht. So, das zu den Unterschieden. Die Startplättchen habe ich nochmal hier auf der Seite gelegt. Man sieht auch hier ein bisschen die Unterschiede, aber ansonsten, ich habe ja gesagt, ein paar Bilder im Verlauf des Videos blende ich ein. Damit seht ihr auch ein bisschen, was denn hier dabei ist. Nach den Erweiterungen, ich hätte es ja beinahe vergessen, fehlt natürlich noch eine Kleinigkeit. Und das ist die Anleitung. Ja, denkt man, ist jetzt alles gleich geblieben. Ist auf jeden Fall ein bisschen hochwertigeres Material, was man jetzt hier verwendet hat. Es gibt auch eine kleine Information rund um Carcassonne. Ehrlich gesagt, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht als so ein paar Zeilen. Das wäre schön gewesen, wenn man da ein bisschen ergänzt hatte. Aber ansonsten ist das zusammengefasst. Ich habe mir das nochmal durchgelesen und ein bisschen verglichen. Ähnlich aufgebaut wie bei dem klassischen Spiel. Man hat halt ein paar Bezeichnungen angepasst, wie zum Beispiel Mitspieler, Sternchen, Mitspielerinnen. Da gibt es natürlich ein paar Hinweise. Das gab es bei Paleo beispielsweise auch schon. Aber ansonsten ist soweit alles gleich geblieben, wie man es kennt vom ursprünglichen Carcassonne. Also wer das kennt, wird weniger ein Problem haben. Ja, und jetzt bleibt eigentlich nur noch die Wertung bzw. das Fazit und die Frage, ob sich das jetzt lohnt bzw. für wen es sich lohnt. Ist das jetzt eine schwierige Entscheidung? Das hängt natürlich immer davon ab, ob ihr schon Carcassonne besitzt, ob ihr die Erweiterungen habt. Und ja, ich werde gleich meine Meinung dazu sagen, aber auf den ersten Blick sieht natürlich das Design, wie man es jetzt hier bei der Jubiläumsversion dann sieht, schon mal richtig schick aus. Also das gefällt mir richtig gut. Das andere sah auch schön aus, aber hier im eleganten Stil mit goldener Schrift, das macht schon was her und es ist auch würdig für so ein Jubiläum. Wenn man dann die Schachtel auspackt und dann zieht man die Plättchen, dann denkt man im ersten Moment, ja, was ist denn jetzt hier neu? Weil so viel sehe ich jetzt nicht. Außer, dass ich jetzt eine halbe Stunde dran sitze und Aufkleber nehme und erst einmal alles beklebe. Vielleicht hätte man das ein bisschen anders lösen können. Es gibt ja viele Spiele, wo da automatisch schon der Druck dann hinterlegt ist bei der Figur. Ist wahrscheinlich auch ein Preisthema. Aber ansonsten, ihr könnt sie weglassen. Ansonsten, ich habe es beklebt. Und zum aktuellen Zeitpunkt, wir haben es jetzt doch die letzten 2, 3 Wochen oft gespielt, halten auch die Aufkleber. Es wird sich zeigen in der Zeit, in den nächsten Monaten, Jahren, ob das auch weiterhin hängt. Ansonsten macht das einfach weg und spielt dann einfach mit den normalen Miepel.
Ja, das ist ein Erfahrungswert, wenn ihr da Erfahrungen habt, was ähnliche Bereiche angeht. Es gibt ja auch viele andere Spiele, wo auch oftmals solche Aufkleber für Figuren hinterlegt sind. Dann dürft ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn man sich dann weiter rantastet, was die Anleitung, was das Material angeht, dann denkt man, okay, Fluss, ja, ein paar Plättchen mehr, aber oh, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ein Doppelplättchen, okay, das sind ein paar Plättchen mehr. Ja, reicht eigentlich auch das bisherige. So, dann sehe ich den Abt und denke, ja, der Abt, der war ja auch schon dabei und dann fehlt eigentlich noch eins. Ja, wir haben ja wenigstens noch ein paar Sonderplättchen. Die Jubiläumserweiterung, die es nicht separat gibt, die in dieser Box enthalten ist, die natürlich Elemente hinzubringt in das Spiel, was mir nicht gefällt. Es spielt sich ganz elegant, aber auch sehr glücksbetont. Und Carcassonne, da will man sich dann doch noch reinbauen. Und da will man doch die Chancen noch nutzen. Und wenn dann eines dieser Plättchen dann gezogen wird, je nachdem, wie es dann auch angelegt wird oder zugeordnet wird, ja, dann kann man in dem Fall oft mal seine Taktik über die letzte halbe Stunde über Bord werfen, weil eins, zwei Plättchen können einem, je nachdem, die Wertung richtig versauen. Deswegen haben wir die ein paar Mal gespielt, genutzt, einfach auch mal zu sehen, wie die Wirkung dann ist. Ich habe ja auch schon die ganzen Erweiterungen euch vorgestellt, aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, kann man auf diese Plättchen dieser Jubiläumserweiterung verzichten. Dann bleibe ich dann doch lieber beim ursprünglichen Carcassonne, gerne mit Fluss bzw. auch gerne mit Abt, also als Grundspiel wirklich gut gemacht. Aber letztendlich nach vielen Partien haben wir dann diese Sonderplättchen der Jubiläumsedition einfach wieder in die Schachtel gepackt und haben dann gemerkt, das braucht man wirklich nicht. Da spielen wir dann doch lieber mit der einen oder anderen Erweiterung. Und ich habe sie ja angesprochen, wir spielen sie gerne und ich habe, glaube ich, schon alle mittlerweile euch in diversen Videos dann vorgestellt. Ja, die Anleitung, okay, als kleine Ergänzung mit diesen Hinweisen, mit dem Texten ganz hübsch gemacht und letztendlich lohnt sich durchaus in so einen Turm zu investieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben es auf dem Messe gekauft, aber wenn ihr die Möglichkeit habt und habt Erweiterungen, gerade wenn es um die Rückseite geht, dann versucht euch je nachdem an so einem Turm oder bildet einen Stapel am Plättchen. Dann sieht man zumindest nur das oberste Plättchen, was sich der oder diejenige dann nehmen muss. Insgesamt bleibe ich bei der Erweiterung, beziehungsweise bleibe ich bei der Jubiläumsedition, beziehungsweise für wen ist denn das überhaupt? Wenn ihr schon das Standardspiel habt und die eine oder andere Erweiterung, dann braucht ihr die Box nicht. Für was? Sei denn, ihr wollt unbedingt die Jubiläumsversion und ihr wollt unbedingt die schön bedruckten Plättchen. Es sieht aber schon ein bisschen komisch aus, weil wir spielen ja auch gerne mit Erweiterung, wenn man dann plötzlich die Plättchen hinzunimmt und dann die eine oder andere Erweiterung ergänzt, wo die Plättchen natürlich nicht so schön bedruckt sind, wie das hier in der Jubiläumsversion dann angeht. Das als Hinweis, also wer die Grundbox hat, die Erweiterung, der braucht das aus meiner Sicht nicht. Und wir brauchen diese nicht. Wer allerdings Carcassonne noch nicht kennt, beziehungsweise hat das im Schrank stehen, damals vielleicht schon 10 Jahre nicht mehr gespielt und hat gesagt, wow, ist ja mal wieder eine tolle Möglichkeit, Carcassonne zu spielen. Grundspiel reicht uns aus. Oh je, vielleicht holen wir uns gleich die neue Version oder ihr habt es dann gar nicht. Das ist ja ein erfolgreiches Spiel. Dann schnappt zu. Holt euch die Jubiläumsversion, wenn ihr nur ab und zu spielt. Wir spielen das sehr oft. Übrigens aktuell auch Lieblingsspiel von den Kindern. Wir spielen das regelmäßig auch mit der einen oder anderen Erweiterung. Aber letztendlich brauchen wir dann diese Box nicht. Wenn ihr aber nur ab und zu spielt, ab und zu Carcassonne, oder ihr habt schon eine Weile nicht mehr gespielt, oder wollt es als Geschenk jemandem dann geben, wo sagt, oh, damals haben wir das so oft gespielt. Holt euch die Box. Das ist echt toll. Dann stört euch auch nicht das, was ich gerade angesprochen habe. Vielleicht seid ihr aber auch ganz anderer Meinung und sagt, Mensch, Jörg, ich hole sie mir trotzdem, weil ich es einfach gerne habe, weil es ein tolles Spiel ist. Fragt sich nur, braucht ihr dann beide Boxen? Und ich sage einfach nein. Deswegen bleiben wir dann doch lieber dieser ursprünglichen Box dann treu mit diesem Material, mit diesen Miebel, die nicht aufgeklebt sind, stört allerdings nicht, aber mit den Plättchen und natürlich im Zusammenhang mit den anderen Plättchen, weil ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass er jetzt jede Erweiterung auch als Jubiläum dann herausbringt. Warten wir mal 5 Jahre oder 10 Jahre ab, vielleicht gibt es dann wieder eine große Big Box oder wieder eine Jubiläumsversion mit besonderen Elementen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich habe mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr
mehr versprochen von diesem Material bzw. von diesem Jubiläum. Kleiner Hinweis, ich habe jetzt auch ein bisschen gewartet mit dem Video des Spiels, weil am Anfang gab es wohl Probleme beim Druck, was das Material angeht. Ich habe es ja auch, ich weiß nicht, vom Dreivierteljahr bestellt und habe dann vom Händler eine Info bekommen, dass sich das verzögert. Ihr müsst einfach mal schauen, ob ihr da Probleme habt, weil der Druck wurde dann nochmal zurückgenommen. Es wurde, glaube ich, teilweise neu gedruckt. So sind es meine Informationen und deswegen ging es auch länger, dass ich euch jetzt dieses Spiel vorstelle. Das nur als kleine Information. Ansonsten war es das zu dem Spiel Carcassonne. Ich freue mich auf eure Rückinfo, eure Meinung und eure Meinung zu dem Spiel, ob man das jetzt braucht oder ob ihr lieber dann doch beim Standardspiel braucht, bleibt, so wie ich es jetzt euch dann auch gesagt habe. Das zu allen Infos. Ich sage danke, macht's gut und bis bald.